Experten. Herr Rebertweber, hallo. Schönen Abend. Herr, das war eine turbulente Fußballwoche für Sie. Stichwort Trainerwechsel. Bei der Admira hatten Sie überhaupt Zeit, sich über das Europacup aus Ihres Ex-Clubs Rapid zu ärgern? Ja, ich habe mich natürlich geärgert. Ich war enttäuscht, aber nicht über die Leistung, die Rapid gebracht hat im Heimspiel, sondern über das 0:3 auswärts. Und das aufzuholen, da muss wirklich alles klappen an diesem Tag. Und es hat nicht alles geklappt, weil ein gravierender Fehler des Tormanns passiert ist. Ja, und drei Tage nach dem Europacup aus in der zweiten Runde der Champions League Qualifikation muss Rapid heute ein schwieriges Auswärtsspiel bestreiten. In Altach. Diese Partie sehen Sie entweder über 90 Minuten bei Premiere Sport oder in der Konferenz bei Premiere Austria mit den Spielen Kapfenberg gegen Sturm. Entschuldigen muss sich eigentlich auch Rapid bei den eigenen Fans nach dem Aus in der Champions League Qualifikation gegen Anorthosis Famagusta. Und heute ein schwieriges Auswärtsspiel für die Rapidler im Schnabelholz in Altach. Apropos Altach gegen Rapid, da war doch was, Christoph Jochung, vor knapp einem halben Jahr. Normal ist immer der Torhüter derjenige, wo der Schiedsrichter schaut. Sie schauen nicht einmal auf den Torhüter. 24. Februar 2008. Das Spiel. Roland Kirchler leitet mit seinem Strafstoß den Altacher Sieg ein. Helge Peier aber steht bei der Ausführung mit dem Rücken zum Spielfeld. Das Tor zählt. Rapid will das nicht auf sich sitzen lassen. 27. Februar 2008. Antrag Rapid auf Neuaustragung. Jeder schimpft über Rapid, dass sie Einspruch eingelegt haben, aber im Grunde genommen hätte es wahrscheinlich jeder gleich gemacht. 28. Februar 2008. Senat 1 beschließt Neuaustragung. Ausgleichende Gerechtigkeit. Dazu möchte ich noch nichts sagen, weil es ein schwebendes Verfahren ist. Altach braucht im Abstiegskampf jeden Punkt, gibt nicht klein bei. 5. März 2008. Protest Altach gegen Neuaustragung. Wir haben eben unseren Rechtsanwalt damit beauftragt und der hat eben die Statuten genau durchgelesen. Das haben gewisse Herren nicht gemacht. 11. März 2008. Protestkomitee gegen Neuaustragung. Zwei Wochen und zwei Tage nach dem Abpfiff Altach gegen Rapid hat das Hin und Her ein Ende. Altach ist sportlicher und moralischer Sieger im Duell gegen Rapid. Ja, Ende Februar stand ein Rapid-Goalie im Mittelpunkt, Helge Peier. Und auch vor dem heutigen Spiel in Altach steht ein Rapid-Goalie im Mittelpunkt. Georg Koch nach seinem Fehler am vergangenen Mittwoch. 0:1 gegen Anorthosis Famagusta. Diesen Ball ließ er in der Anfangsphase passieren. Ich glaube, Herr Robert Weber, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass er dieses Gegentor nicht bekommen darf. Na, wenn man das ganz genau betrachtet, dann weiß man, dass das ein schwerer Fehler des Tormanns war, der natürlich bei einem Tormann immer wieder passieren kann. Das ist klar. Problematisch natürlich, dass es gerade bei so einem bedeutenden Spiel passiert. Georg Koch, er bleibt die Nummer 1 bei Rapid, spielt heute auch in Altach und vor dem wichtigen Auswärtsspiel für die Grün-Weißen in Vorarlberg. Der Sportdirektor Alfred Hörtnagel jetzt live bei Gerhard Grabert. Ja, nach dem Europacup-Frust soll es heute wieder Meisterschaftslust geben. Ali Hörtnagel, wie schwierig ist es denn, nach diesem Mittwochspiel zur Tagesordnung überzugehen? Sicherlich nicht ganz einfach, weil das Ausscheiden in der Champions League-Qualifikation natürlich schon schlimm war und auch eine Enttäuschung war, ganz klar, das muss man so sagen. Aber jetzt ist das tägliche Brot wieder wichtig. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir in der Meisterschaft weiterhin gute Leistungen bringen, Punkte sammeln und uns da ganz vorne festsetzen. Und deswegen brauchen wir heute eine sehr konzentrierte Leistung. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Georg Koch eingehen. Eben beim Mittwochspiel bei diesem Gegentor gab es harte Kritik auch gegen ihn. Auch vom Präsidenten vom eigenen Rudolf Edlinger hat sich auch zu Wort gemeldet. Für Sie diese Kritik auch in der Form nachvollziehbar nach diesem Gegentor? Ja, ich glaube, der Georg Koch weiß, dass er bei dem Gegentor nicht gut ausgesehen hat, aber es wäre jetzt sicherlich verkehrt und fatal, da einen Sündenbock zu suchen und den Schuldigen dann nur beim Georg Koch zu sehen. Wir gewinnen als Mannschaft und wir verlieren als Mannschaft und ja, das schaut auch gut aus jetzt. So, die Pyro-Show ist gestartet hier in Altach. Also wie gesagt, es wäre falsch, da jetzt nur auf einen Mann das zu reduzieren. Wir gewinnen als Mannschaft, verlieren als Mannschaft und so gesehen wollen wir heute wieder als Mannschaft gut auftreten, kompakt auftreten und Punkte sammeln. Feurige Stimmung hier in Altach. Der Trainer Peter Backholt hat zuletzt gestern beim Pressegespräch auch die Spieler Dober und Thonhofer hart kritisiert. Dober hat er gemeint, er entwickelt sich zurück seit dem Meistertitel. Bei Thonhofer sagt er, der lässt sich gehen. Sind das Dinge, die Sie genauso sehen?
Also ich glaube, eines kann man schon feststellen, dass der eine oder andere von der Konzentration, von der Grundeinstellung und, von der Einstellung zu seinem Beruf nicht ganz optimal unterwegs ist. Es reicht schon, wenn zwei, drei von der Konzentration da nicht voll dabei sind. Da leidet dann die Mannschaft, da leidet die Qualität der Mannschaft. Und der Peter Backhut will damit einfach aufrütteln. Das ist auch gut so, weil wir brauchen jeden einzelnen Spieler mit hundertprozentiger Einstellung, dass jeder Spieler bereit ist, an seine persönliche Leistungsgrenze zu gehen. Und genau das will der Peter Backhut damit mit dieser Aktion auch bewirken. Abschließend noch ein großes Ziel hat man jetzt verfehlt mit diesem Ausscheiden im Europacup. Welche Ziele bleiben? Ja, die Ziele ergeben sich von selber. Ihr habt gerade vorher erwähnt, jetzt ist das tägliche Brot wieder da. Da heißt Punkte sammeln in der Meisterschaft. Wir sind vorne mit dabei. Zusätzlich natürlich wollen wir im Cup realisieren und da warten jetzt genug Aufgaben. Und es ist einzig und allein hängt es daran, wie stark wir da mental sind als Mannschaft und wie wir jetzt mental an diese Aufgaben herangehen. Dankeschön, Ali Hörtnagel. Ich gehe wieder zurück ins Studio nach Wien. Ja, Rapid vor dem heutigen Spiel in Altach ein bisschen im Nebel, vielleicht ein Bild mit Symbolcharakter. Altach gegen Rapid, entweder über 90 Minuten als Einzelspiel bei Premiere Sport oder in der Konferenz mit Kapfenberg gegen Sturm und Kärnten gegen Mattersburg. Wofür Sie sich auch entscheiden, Herbert Weber und ich wünschen Ihnen viel Vergnügen mit der ersten Spielhälfte. Ab in die Stadien. Für Rapid war das Abenteuer Europacup schnell vorbei. Jetzt gilt es, das bittere Aus gegen Famagusta ebenso schnell abzuhaken und sich wieder voll und ganz auf die österreichische Meisterschaft und damit auf die Titelverteidigung in der Bundesliga zu konzentrieren. Und voll konzentriert muss Rapid heute auch sein, denn es wartet eine unangenehme Aufgabe auf die Hütteldorfer, die sich hier in Altach immer schwer getan haben und bei 3 von 4 Auftritten in der Bundesliga auch verloren haben. Ja, zuletzt am Mittwoch gegen Famagusta war das Ergebnis zu wenig, um aufzusteigen, aber die Leistung der Mannschaft war an sich nicht schlecht und deshalb gibt es auch nicht viel Grund für Peter Packholt in der Mannschaft Umstellungen vorzunehmen. Wie wir schon gehört haben, schenkt er wieder Torhüter Georg Koch das Vertrauen. Koch, der Deutsche, ist und bleibt also die Nummer 1 und es ist dieselbe Elf wie am Mittwoch in der Champions League Qualifikation, die heute beginnt, gegenüber dem letzten Meisterschaftsspiel, dem 3:1 Heimsieg gegen Kapfenberg, sehen wir 2 Veränderungen. Boskovic, der im Mittelfeld wieder mit dabei ist, und vorne Erwin Hoffer, der gefehlt hat. Boskovic, das ist für Trainer Peter Packholt ein ganz wichtiger Mann. Er hat ja auch gemeint, wenn der auswärts in Famagusta mit dabei gewesen wäre, dann wären wir auch nicht ausgeschieden. Die Altacher haben zuletzt in Mattersburg verloren. Da war Trainer Fuchsbichler alles andere als zufrieden. Und er hat heute für dieses Spiel die Außenbahnen neu besetzt. Rechts gibt der 22-jährige Matthias Koch sein Debüt in der Startformation. Kam vor der Saison aus Hartberg, vor ihm Ribeiro. Jane hat nach der Pause in Mattersburg gefallen, darf heute links im Mittelfeld beginnen. Und Kapitän Pfister rückt von rechts nach links in der Abwehr. Modo Jane, der Mann aus Gambia, hat in dieser Saison auch wie seine Stürmerkollegen bei Altach noch nicht getroffen. Sein letztes Tor hat er im Frühjahr erzielt und er soll also heute für Druck über den linken Flügel sorgen. Heinz Fuchsbichler setzt auf seine Schnelligkeit. Alles bereit zum Anstoß hier in der Cashpoint Arena. Rapid heute erstmals in den neuen Auswärtsdressen ganz in Weiß, das haben Sie gesehen. Und ein relativ frischer, ein unerfahrener Mann, der heute dieses Spiel leitet, Magister Oliver Trachter aus Oberösterreich, 31 Jahre jung, heute zum 4. Mal als Hauptschiedsrichter in der Bundesliga im Einsatz. Altach hat die Platzwahl gewonnen, demnach Rapid mit dem Anstoß zu dieser Partie ganz in Weiß. Mit leichtem Nadelstreif auf den Trikots in dieser ersten Spielhälfte auf ihrem Schirm von rechts nach links. Erster Ballgewinn für die Altacher und erste Abseitsstellung von Mario Konrad, der heute auch wieder die Solospitze im Spiel bei den Altachern ist. Georg Koch, der in dieser Szene noch nicht eingreifen musste, aber jetzt den fälligen Freistoß für Rapid ausführen wird. Meierhofer steigt da zum Kopfball hoch. Gab
Oblak über links. Katzer geht mit. Katzer bekommt den Ball. Und in der Mitte ist Hofmann nicht rangekommen. Da war Jane. Und wieder Konrad für die Altacher. Attackiert von zwei, von Patoka und Boskovic. Das Foul dann von Jürgen Patoka, der heute also wieder in der Innenverteidigung gemeinsam mit Mario Tokic spielt. Entschuldigt sich da auch noch fürs Foul an Konrad. Und da haben wir schon wieder den Zweikampf Rapid im Ballbesitz. Rapid zuletzt aus dem Europacup ausgeschieden und vor allem deswegen in den Schlagzeilen. Im Heimspiel ja der Sieg gegen Famagusta, der letztlich nichts mehr gebracht hat. Auswärts dieses bittere 0:3, aber in der Bundesliga, da ist Rapid seit Runde 1 ungeschlagen. Krasnitzer mit Problemen gegen Hofer, aber der Ball war schon im Aus. Meierhofer war da noch dran. Krasnitzer reklamiert auch, er wäre gefoult worden, aber das hat Schiedsrichter Trachter nicht so gesehen. Deshalb gibt es Eckball für Rapid. Ja, und ich meine auch, das war kein Foul. Krasnitzer außerhalb des Torraums. Beide haben versucht, den Ball zu erreichen. Nicht unfair von Hofer in dieser Szene. Erster Eckball in diesem Spiel jetzt also Hofmann. Heikkinen riskiert nicht den Weitschuss, bringt den Ball noch einmal zu Hofmann. Ja, der hatte da jetzt das Problem, dass er in die untergehende, in die tiefstehende Sonne schauen musste. Nicht leicht für den Rapid-Kapitän, diesen Ball anzunehmen. Deshalb auch der Einwurf für die Altach. Enrico Pfister, der Kapitän, von rechts nach links gewechselt. Bei den Altachern fehlen ja weiterhin eine ganze Reihe verletzter Spieler. Abseits von Hofer angezeigt. Meierhofer war da auch vorne mit dabei, aber der Pass hätte wohl eher Erwin Hofer am Flügel gegolten. Ja, verletzt bei Altach, wie gesagt, weiterhin Hutwelker, Šopić, auch Kling, der zuletzt in Mattersburg noch mit dabei war. Und die langzeitverletzten Krammann und Carreño sowieso, die haben in dieser Saison ohnehin noch kein Spiel gemacht. Damit fehlen Heinz Fuchsmichl auch ein wenig die Alternativen für die Aufstellung. Deshalb auch das Debüt von Matthias Koch rechts in der Viererkette, der eigentlich ein gelernter Mittelfeldspieler ist, zuletzt einen Kurzeinsatz hatte und Fuchsmichler dabei überzeugt hat. Modu Jane vorbei an Dober. Jane mit der Flanke und der erste Kopfball von Konrad. Knapp übers Tor von Georg Koch. Mario Konrad, Zweikampf und Kopfball stark, gewinnt viele Kopfballduelle im Strafraum, setzt sich auch in dieser Szene gut durch. Aber der Abschluss eben nicht genau genug. Meierhofer verlängert. Hofer und Hofmann. Da ist mal viel Platz rechts bei den Hütteldorfern. Fahne des Assistenten war oben. Bin mir nicht sicher, ob das abseits von Meierhofer war. Doch, klare Entscheidung, richtig gesehen vom Assistenten von Dieter Muckenhammer. Deshalb der Freistoß für Alt. Kein Foulspiel an Dober, Spiel läuft weiter. Konrad und die Flanke abgelenkt ins Tor aus. Jetzt auch erster Eckball in diesem Spiel für Altach. Da bleibt Tokic verletzt am Boden liegen. Tokic hatte ja zum Ende der vergangenen Saison lange Probleme mit den Bandscheiben. Aber in dieser Szene nicht die Bandscheiben, die ihm wehtun. Wir sehen es hier noch einmal. Konrad und Tokic bekommt den Ball zwischen die Beine, schmerzhafte Angelegenheit, und es ist klar, dass es für den kroatischen Verteidiger da nicht sofort weitergeht. Tokic wird noch behandelt, aber wenn er wieder auf den Beinen ist, wird der Backholz. Hofft jetzt natürlich, dass er in dieser Szene nicht sofort wechseln muss.
Tokic noch immer schwer angeschlagen. Ersatz für ihn auf der Bank wären Hannes Eder als Innenverteidiger und natürlich auch Martin Hieden. Tokic jetzt mal außerhalb des Spielfeldes. Der Eckball für die Altacher kommt von Ribeiro und es gibt gleich Ecke Nummer 2 für die Vorarlberger. Stückler war da mit dem Kopf dran, ja, und der hat 2 der 3 Saisontore der Altacher erzielt. Beide per Kopf nach einer Ecke von Pamminger. Diesmal die Ecke aber wie schon beim ersten Mal von Ribeiro. Und Dober klärt zu Ecke Nummer 3. Der Brasilianer Ribeiro, der hier die Ecken tritt, zum 4. Mal in der Bundesliga im Einsatz, ist vor der Saison von Austria Lustenau hier nach Altach gekommen. Gefährlich angeschnitten immer wieder diese Ecken. Diesmal war Koch dran und diesmal gab es ein Foulspiel am Torhüter von Rapid. Und Freistoß für die Hütteldorfer. Da war einiger Verkehr vor dem Rapid-Tor. Aber Schiedsrichter Trachter hat die Partie dann unterbrochen. Hoffer ins Niemandsland. Ribeiro für Altach. Da wäre mal ein bisschen Platz für die Hausherren, für die gelb-schwarzen. Guem gegen Katzer. Kommt auch noch Boskovic dazu. Kavlak war es, Verzeihung. Boskovic jetzt mit dem Pass nach vorne für Hofmann, aber abgefangen. Gutes Auge von Stückler in dieser Szene. Gute Idee an und für sich auch dieser Pass für Ribeiro, aber Katzer hat sich diesmal nicht überlaufen lassen, wieder Kavlak. Es geht hin und her in der Anfangsphase in diesem Spiel, in den ersten Minuten. Interessant, herrlicher Pass jetzt von Hofmann für Hoffer. Der macht das 1:0 für Rapid. 8. Minute, der Führungstreffer für die Hütteldorfer. Und Erwin Jimmy Hoffer mit seinem 2. Saisontor. Große Unterstützung für die Grün-Weißen auch hier in Altach. Und da brandet natürlich erstmals großer Jubel. Im Auswärtssektor auch Mario Krasnitzer schaut verdutzt rein. Das war der erste Schuss, der auf sein Tor gekommen ist und der war gleich drinnen. Aber hier noch einmal diese Aktion. Hoffer richtig gestartet, nicht im Abseits. Herrlicher Pass von Hofmann für den Rapid-Stürmer. Und der ist natürlich schnell, das weiß man. Enteilt der Altacher Abwehr. Eigentlich ein Rezept, das man auf der anderen Seite spielen wollte. Die steilen Pässe in die Spitze, möglicherweise für Jane. Und Rapid hat es jetzt so gemacht und führt hier schon nach 8 Minuten mit 1:0. Schwierige Aufgabe jetzt für die Altacher, diese Partie umzudrehen. Von den 5 Spielen in der bisherigen Saison hat das Team von Heinz Fuchsbichler 4 verloren und dabei sind sie 4-mal mit 0:1 in Rückstand geraten, haben kein einziges Mal die Partie mehr drehen können. Beim einzigen Punktgewinn, das war der 1:0 Heimsieg gegen Sturm, da sind sie selbst in Führung gegangen und haben dieses Ergebnis dann auch über die Runden gebracht. Freudenfeuer vor Beginn von den Altach-Fans. Jetzt Pyrotechnik im Auswärtssektor. Und Rapid kommt wieder über Kavlak. Kavlak, Hofmann hat viel Platz in der Mitte, kommt aber nicht an den Ball. Selias geht zu Boden, bekommt den Freistoß, führt ihn auch selbst aus. Ja, bei den Heimischen will man diese Führung für Rapid gar nicht so richtig wahrhaben. Auf der Anzeigentafel noch immer der Spielstand von 0:0. Boskovic attackiert von Konrad, Foulspiel des Altacher Stürmers. Und Tokic, der sich wieder ganz gut erholt hat in der Zwischenzeit,
Der lange Ball von Dober in Richtung Hoffer, der kommt an. Und da bringen die Altacher den Ball nicht weg. Und Hofmann kommt noch zum Abschluss. Ball nicht im Tor aus. Es gibt Einwurf für Rapid. Und da hat jetzt Hofmann einen K.O. geschossen. Hofer wieder richtig gestartet. Nicht im Abseits. Da ist die Altacher Abwehr ein ums andere Mal nicht im Bilde. Die Kerze von Stückler. Und dann kommt noch Hofmann zum Abschluss. Aber der hat Serreinig da eigentlich am Fuß getroffen. Vielleicht hat sie ihm da den Fuß verdreht. Wo kommt der Eisspray hin? Ja, auf den Knöchel. Serreinig sieht nicht gut aus für den Altacher Innenverteidiger. Wieder auf den Beinen, muss jetzt natürlich auch kurz vom Spielfeld. Und kann noch nicht so richtig auftreten. Wir sehen hier noch einmal die Entstehung zum Führungstor für Rapid. Da verlieren die Altacher am gegnerischen Strafraum den Ball und dann geht's blitzschnell. Mit einmal, zweimal berühren Rapid und Hofmann dann mit der Übersicht. Das ist schon brillant, die Schaltzentrale im Spiel der Rapidler. Steffen Hofmann immer wieder mit den zündenden Ideen. Kein Wunder, dass er nicht nur der Spieler mit den meisten Ballkontakten bei Rapid, sondern überhaupt bisher in den ersten fünf Runden in der Bundesliga ist. Boskovic, Kavlak im Abseits. Wieder richtig die Entscheidung. Auch wenn Chain da hinten vielleicht sogar auf gleicher Höhe war. Knappe Angelegenheit. Hat sich Assistent Dieter Muckenhammer jetzt vielleicht auch ein wenig von der tiefstehenden Sonne blenden lassen. Matthias Koch, der junge Mann, da mit dem Foulspiel an Kavlak. Freistoß für Rapid. Ja, der Angriff zum Führungstor für Rapid ist über diese neu besetzte rechte Seite bei den Altachern gelaufen mit Matthias Koch und mit Ribeiro, dem Brasilianer. Kommt einmal Dober mit in den Angriff. Darf auch flanken. Misslingt ihm allerdings völlig. Und es gibt Abstoß vom Tor von Alter. Viele Fehlpässe in der Anfangsphase im Aufbau bei den Altachern. Auch deshalb noch keine wirklich gute Torchance für die Vorarlberger. Sieht man vom Kopfball von Konrad ab, der da jetzt ziemlich rüde attackiert wurde. Und da gibt es auch eine Ermahnung von Schiedsrichter Trachter für Patoka. Keine gelbe Karte, aber das war schon ein deutliches Zeichen. Ball schon weg und da fährt er dem Stürmer noch über die Füße. Beim nächsten Mal gibt's Geld. Konrad wieder auf den Beinen und Pamminger jetzt beim Freistoß. Pamminger. Meierhofer hat da im eigenen Strafraum ausgeholfen. Guem bringt den Ball noch einmal zu Jane. Jane gegen Meierhofer. Immer gefährlich, wenn ein Stürmer da im eigenen Strafraum attackiert. Change und Haken und da ist der Ausgleich. Mario Konrad mit dem 1:1 in Minute 16. Und bitte, da hat er endlich nicht nur sein erstes Saisontor, sondern sein erstes Bundesligator nach langer, langer Zeit.
Das letzte hat Mario Konrad noch im Dress von Bregenz geschossen. 49 Bundesligaspiele mittlerweile und erst sein zweiter Treffer in der höchsten österreichischen Spielklasse. Und hier sehen wir noch einmal die Entstehung. Rapid bringt den Ball nicht weg. Huem dann auf Jane. Da war es eigentlich nicht wirklich gefährlich. Jane weit nach außen gedrängt. Hoffmann, Meyerhofer kann ihn nicht vom Ball trennen. Auch Heikkinen nicht. Dann kommt der Ball zur Mitte. Und Koch hätte diesen Ball vielleicht noch erreichen können. Schwierig natürlich die Situation für den Rapid-Torhüter, weil unübersichtlich Jane mit dem nächsten Schuss. Auf alle Fälle war es das erste Spiel für Altach aus, das erste Tor für Altach aus dem Spiel heraus. Bisher nur Treffer nach Standardsituationen. Hier sehen wir noch einmal den Querpass von Jane. Setzt sich gegen Heikkinen durch und dann Konrad in der Mitte mit dem Abstauber im Torraum. Ich meine doch, dass Koch da rankommen hätte können. Konrad stand im Torraum. Celias versucht den Steilpass auf Konrad. Jane mit dem Schuss beim Abpraller. Rapid jetzt verunsichert. Mit Schwierigkeiten in der Defensive hier noch einmal die schlechte Abwehr von Patoka und dann Jane wollte den Ball da genau im Kreuzeck versenken und hat den Schuss etwas zu hoch angetragen. Für Rapid mit diesem frühen Führungstreffer, aber jetzt beginnt alles wieder bei Null. Hofmann mit dem Freistoß. Langer Ball von Tokic für Meyerhofer. Hoffer gegen Daniel Sereinik, hat da am Trikot gezogen. Deshalb auch der Pfiff von Schiedsrichter Trachter. Hier sehen wir es noch einmal klar. Das Vergehen von Erwin Hoffer. Der ja zuletzt an einer Schulterverletzung laboriert hat nach dem Auswärtsspiel in der Champions League-Qualifikation im Famagusta. Und Sie sehen noch immer diesen speziellen Verband, der da etwas aus dem Trikot rausschaut bei Erwin Hoffer. Den trägt er nach wie vor. Hat ja im letzten Meisterschaftsspiel gegen Kapfenberg dann auch gefehlt. Hoffer mit der nächsten Riesenmöglichkeit, lässt Krasnitz aussteigen und da ist die erneute Führung für Rapid. Erwin Hoffer mit dem zweiten Tor in diesem Spiel bringt er Rapid erneut in Führung. Da war Rapid angeschlagen nach diesem Ausgleich, aber die wissen heute auf alles die richtige Antwort. Und hier sehen wir noch einmal die Entstehung. Es war wieder Hofmann mit einem herrlichen Zuspiel für Hoffer, der Altacher Abwehr enteilt. Und da war auch Meyer mitgelaufen, der hätte den Ball wohl auch gerne über die Linie gedrückt, war auch hinter dem Ball. Aber klar, dass Erwin Hoffer das selbst abschließt. Ja, und an Effizienz ist Rapid in dieser Partie bisher nicht zu überbieten. Der zweite Torschuss der Hütteldorfer war genauso drin wie der erste. Bisher lebt das Spiel der Grün-Weißen von der Genialität von Steffen Hofmann und der Treffsicherheit von Erwin Hoffer. Hoffer gewinnt das Kopfballduell mit Stückler, aber Jane dann am Ball. Celias. Auf seine Genialität bauen die Altacher. Ribeiro, brasilianische Koproduktion.
die allerdings nichts einbringt. Kurz war es ruhig im Gästesektor, jetzt die Stimmung wieder blendend. Und Altach wieder gefordert. Elias versucht da aus fast unmöglicher Position selbst den Distanzschuss. Und bei Rapid werden die ersten zum Aufwärmen geschickt. Martin Hieden, vielleicht die Verletzung bei Mario Tokic. Verletzung ist gut. Die Schmerzen bei Mario Tokic doch noch immer da. Und wir sehen, ob die Gäste aus Hütteldorf in Kürze erstmals wechseln müssen. Ein unterhaltsames Spiel hier in den ersten 22 Minuten. Drei Tore haben wir bereits gesehen und es spricht für beide Teams, dass sie hier den Weg nach vorne suchen, dass sie versuchen, Tore zu erzielen, was Rapid bisher zweimal, Altach einmal gelungen ist. Zweikampf da zwischen Bartoka und Konrad im Strafraum. Der Altacher im Strafraum von Rapid natürlich. Bin mir nicht sicher, ob da alles sauber war. Mario Konrad reklamiert auch, hätte da gerne einen Strafstoß. Und wir können noch einmal hinschauen. Da kommt das Zuspiel. Hier hat man den Zweikampf nicht gesehen. Pfeife von Schiedsrichter Trachter blieb in jedem Fall stumm. Hier sieht man es besser. Patoka gegen Konrad. Naja, hat ihn ein wenig am Oberschenkel gehalten mit dem Arm, aber ich bin mir nicht sicher, ob das genug war für einen Strafstoß. Schiedsrichter Trachter ging da auf Nummer sicher, hat nicht gepfiffen. Aber Elfmeter in den Duellen zwischen Altach und Rapid hier in der Cashpoint Arena, vormals Schnabelholz, haben wir Tradition. Da gab es in den vier Spielen bereits vier Elfer. Darunter auch dieser Kuriose im Frühjahr. Sie erinnern sich, als Roland Kirchler verwandelt hat und Helge Peier noch nicht bereit war. Kavlak. Gute Attacke von Matthias Koch. Wieder Kavlak, hat Platz, jetzt kommt Stückler, Kavlak mit dem Querpass und Hofmann läuft sich da in Schussposition. Gute Parade von Krasnitzer im Tor der Altach. Gegenstoß, Elias mit dem Steilpass in Richtung Mario Konrad. Konrad überläuft der Patoka und Tokic und versucht dann Georg Koch zu überheben. Kommt da noch zum Abschluss in dieser Szene. Also das war wirklich eine Fehlleistung der beiden Rapid-Innenverteidiger. Hier, Konrad startet zwischen Tokic und Patoka durch. Und dann war Patoka da, der eigentlich vor Konrad am Ball hätte sein müssen. Es aber kurioserweise nicht war. Und der Abschluss für Mario Konrad aus diesem Winkel natürlich nicht leicht. Spiel an sich von Elias an Katzer. Es gibt aber kein Foul, sondern Einwurf für Rapid. Hier sehen wir noch einmal die letzte Riesenmöglichkeit für die Rapidler. Der Schuss von Hofmann und dann war nicht Krasnitzer dran, sondern Innenverteidiger Daniel Sereinig, der den Ball dafür Altach geklärt hat. Aber starke Phase jetzt von Rapid. Die Gäste erzeugen hier viel Druck. Kommen immer wieder über links, über die Seite mit Kavlak und auch Boskovic.
der sich da ins Offensivspiel am Flügel einschaltet. Katzer kommt immer wieder mit nach vorne. Ja, und das ist eben bei den Altachern die Seite mit Matthias Koch, der da des Öfteren mit seinen Defensivaufgaben überfordert ist. An sich ja Dennis Miem ein Kandidat bei Altach rechts in der Viererkette, aber den konnte Heinz Fuchsbichler heute nicht einsetzen. Denn Miem ist nicht ganz fit, hat Probleme mit der Ferse und Heinz Fuchsbichler hat vor dem Spiel noch betont, er will heute nur auf fitte Spieler setzen, denn er rechnet ein wenig damit, dass die Rapidler noch müde sind vom Champions League Qualifikationsspiel am Mittwoch, aber davon ist bisher wenig zu merken. Erklärt Tokic den Ball, bekommt dann noch einen mit. Hier sehen wir es noch einmal, könnte man eigentlich auch abpfeifen. Pfister da mit einem unnötigen Einsteigen. Aber es gibt Einwurf für Altach. Pfister, Jane verlängert, Ribeiro. Und Ribeiro mit dem Schuss. Der erneute Ausgleich 2:2 in Minute 27. Und Georg Koch auf dem falschen Fuß. Der vierte Treffer in diesem Spiel schon nach 27 Minuten für den eingebürgerten Brasilianer Ribeiro. Das erste Tor in der österreichischen Bundesliga im vierten Spiel entstand nach diesem Einwurf von Pfister. Jane verlängert, Ribeiro. Da bekommt die Rapid-Defensive den Ball nicht raus und Ribeiro dann mit dem Schuss aus dem Hinterhalt. Da hat Koch keine Chance, verdeckter Schuss und er war auch noch abgefälscht von Jürgen Patocker. Also 2:2. Rapid zweimal in diesem Spiel in Führung. Und zweimal ist den Altachern der Ausgleich gelungen. Daniel Sereinig klärt da in höchster Not. Matthias Koch gegen Kavlak. Meyerhofer hat da den Ball weiterlaufen gelassen für Hoffer. Und die Chance für Rapid, für Boskovic. Marco Boskovic hat letztlich aber genau dorthin geschossen, wo Mario Krasnitzer im Tor der Altacher gestanden ist. Manfred Pamminger. Kluger Pass an sich für Pfister, aber gut aufgepasst von Andreas Dober, der zuletzt hart kritisiert wurde von seinem Trainer. Und hier sehen wir den Ausgleich zum 2:2 aus der Sicht von Georg Koch. Der wäre da richtig gestanden, aber Patocker hat reflexartig das Bein ausgefahren und es damit für den deutschen Torhüter unmöglich gemacht, diesen Ball zu fangen. Riskanter Rückpass von Daniel Sereinig. Hoffer hat da nachgesetzt. Und Mario Krasnitzer bleibt nichts anderes übrig, als den Ball hier ins Tor aus zu schlagen. Steffen Hofmann tankt sich da in den Strafraum und in der Mitte steht Hoffer völlig frei. Meine Güte, der erneute Führungstreffer für Rapid und damit ist der Hattrick perfekt für Erwin Hoffer, der da weiß, bei wem er sich bedanken muss. Steffen Hofmann mit dem dritten Assist und Hoffer mit dem dritten Tor. Heinz Fuchsbichler kann das gar nicht fassen. Da hätte Rapid eigentlich den Rest der Mannschaft zu Hause lassen können, weil immer nur diese beiden die Tore machen. Und entstanden ist die Aktion nach diesem haarsträubenden Fehler von Innenverteidiger Daniel Sereinig. Der darf doch in dieser Szene nicht den Haken versuchen gegen den heranstürmenden Hofmann. Und die Abwehr der Altacher natürlich aufgerückt, kommt da nicht mehr rechtzeitig zurück. Dann steht Hoffer in der Mitte völlig frei und hat null Probleme, seinen Hattrick perfekt zu machen.
Halbe Stunde gespielt und was für ein Spiel hier bisher in der Cashpoint Arena. Jetzt gibt es vielleicht schon den nächsten Treffer. Das ist ja unglaublich. Erwin Hofer mit Tor Nummer 4 und 4:2 für Rapid. Ja, was ist denn hier los? Zum ersten Mal nicht Steffen Hofmann, der Vorbereiter bei diesem Treffer, sondern Stefan Meyerhofer. Peter Packholz hat das Spiel vielleicht auch gesehen, auf alle Fälle sehr gelassen. Hier sehen wir noch einmal die Entstehung des Treffers. Meyerhofer setzt sich da wieder gegen Serreinig durch. Und dann kommt Stückler zu spät. Daniel Koch ist nicht bei Erwin Hofer und der hat erneut keine Mühe hier. Zum vierten Mal in diesem Spiel zu treffen und 4 Tore hat Erwin Jimmy Hofer in einem Spiel in der Bundesliga noch nie erzielt. Sechs Tore in 32 Minuten, wenn das so weitergeht, dann gibt es hier am Ende vielleicht noch ein 10:8. Ribeiro jetzt mit einem Freistoß für die Altacher, die jetzt natürlich schnell wieder herankommen müssen, diesen 2-Tore-Vorsprung von Rapid verkürzen müssen, um im Spiel zu bleiben. Der Freistoß allerdings nicht gefährlich. Barminger mit dem langen Ball vorne geht Jane zu Boden, aber das war kein Foul. Von Markus Katzer, richtig von Oliver Trachter und seinen Assistenten in dieser Szene weiterlaufen zu lassen. Foulspiel angezeigt. Nein, kein Foulspiel. Einwurf angezeigt vom Assistenten. Der Ball war schon über der Linie. Deshalb der Einwurf für Rapid. Jetzt gibt es Einwurf in die Gegenrichtung für Altach. Und es ist eigentlich unglaublich. Altach hat in dieser Saison noch nie mehr als einen Treffer in einem Spiel erzielt. Jetzt schaffen sie 2 hier im Heimspiel gegen Rapid. Und das in der ersten halben Stunde, fangen sich aber gleich 4 Stück ein. Da passt mal die Offensivleistung, die Heinz Fuchsbichler so lange bemängelt hat. Und jetzt lassen sie sich in der Defensive ein ums andere Mal überlaufen von Willi Kavlak, auch von den Pässen von Steffen Hofmann aufreißen und haben den schnellen Erwin Hofer absolut nicht unter Kontrolle. Und da steht es nach 34 Minuten 2:4 in der Cashpoint Arena. Manfred Pamminger jetzt mit dem Freistoß für die Altacher. Ribeiro gewinnt das Kopfballduell, aber zu viele Weiße, zu wenig Gelb-Schwarze da vor dem Tor von Georg Koch. Selias, schöner Pass für Ribeiro, aber eine Spur zu steil. Ribeiro, der auch schon angeschrieben hat in diesem Spiel. Ja, für solche Ideen, für solche Pässe wurde Selias geholt. Ein Spieler, der bei prominenten Clubs gespielt hat, ist ja nach Europa gekommen, zu Leverkusen, war dann bei Inter Mailand, auch noch bei Olympiakos, Piraeus, Meyerhofer nicht im Abseits und das nächste Tor. Das ist ja ein richtiges Bestschießen heute hier. Jeder darf mal, auch Stefan Meyerhofer, und ja, damit heißt der Torschütze erstmals in diesem Spiel für Rapid, nicht
Erwin Hofer, sondern Stefan Meyerhofer, und auch die Rapid-Fans können es schon langsam gar nicht mehr fassen, was da heute abgeht. Hier noch einmal das Zuspiel, Meyerhofer nicht im Abseits, der Assist wieder von Hofmann. Und was ist da los mit der Altacher Defensive? Wir versuchen jedes Mal auf Abseits zu spielen in diesen Situationen und das ist jetzt schon fünfmal schiefgegangen und jedes Mal haben die Rapid-Stürmer da den Ball im gegnerischen Tor versenkt. Heinz Fuchsbichler war zuletzt bitter enttäuscht nach dem Auftritt seiner Mannschaft in Mattersburg. So viel haben sie sich für heute vorgenommen. Und jetzt wieder Meyerhofer. Und mal ein Torschuss, nicht im Tor. Bisher gab es auf beiden Seiten 8 Schüsse aufs gegnerische Tor. Und 7 davon waren drinnen. Hier hat Stefan Meyerhofer knapp verfehlt. Krasnitzer wäre da mit Sicherheit nicht mehr rangekommen. Hofmann, der heute wie losgelassen spielt, hat 4 der 5 Rapid-Tore vorbereitet. Kavlak kann von Matthias Koch nicht gehalten werden. Aber zu diesem Schuss brauche ich Ihnen nur sagen, dass der ins Seitenaus gegangen ist. Dann wissen Sie, dass er nicht wirklich gelungen war. Erste gelbe Karte in diesem Spiel für Branko Boskovic nach 38 Minuten für das Foul an Modu Chain. Ja, da hat er nicht wirklich eine Chance, den Ball zu erreichen und räumt den Gegner einfach um. Völlig verdient diese gelbe Karte für Branko Boskovic und Modu Chain immer noch am Boden. Und bei Altach muss Heinz Fuchsbichler jetzt natürlich reagieren, tut das auch. Er bringt mit Patrick Meyer einen Offensiven ins Spiel. Und er nimmt Daniel Sereinig raus, der bei einigen der Gegentreffer nicht schuldlos war. Bittere Strafe jetzt für den Innenverteidiger, der auch selbst weiß, dass das alles andere als sein Spiel war. Aber tröstende Worte von Heinz Fuchsbichler für seinen Defensivspieler und Patrick Meyer, der dem sein Trainer auch immer wieder nahegelegt hat, noch ein paar Kilos abzunehmen, um wieder matchfit zu werden. Ist er ein durchaus bulliger Typ, dieser Patrick Meyer. Jetzt neu im Spiel und so wie es aussieht, ordnet er sich im Mittelfeld ins Spiel bei den Altachern ein. Alexander Guem geht aus dem defensiven Mittelfeld zurück in die Viererkette und ersetzt Daniel Sereinig als Innenverteidiger. Boskovic. Misslungen, diese Flanke des Montenegriners. Es gibt Abstoß vom Tor von Mario Krasnitzer. Die Rapid-Fans heute im Westen Österreichs nicht bei einem Eishockeyspiel, auch wenn das Zwischenresultat nach 40 Minuten 2:5 lautet. Und Rapid kommt schon wieder über Erwin Hofer. Kavlak hat immer wieder Platz am linken Flügel. Diesmal gewinnt Matthias Koch den Zweikampf, befördert den Ball ins Aus. Ist schon einige Male überlaufen worden. Aber da rechts hinten, das ist eigentlich nicht wirklich seine Position. Doch eher eine Lösung, die aus der Not geboren ist.
weil Heinz Fuchsbichler keine Alternativen mehr für diese Position hat. Den Werten her bisher eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel in dieser ersten Hälfte, was den Ballbesitz betrifft, was die gewonnenen Zweikämpfe und auch die angekommenen Pässe betrifft, sieht das alles sehr ähnlich aus, sowohl bei Altach als auch bei Rapid. Aber was die Chancenverwertung, die Effizienz betrifft, ist Rapid heute einfach nicht zu schlagen. Jane setzt sich da durch, bleibt am Ball, sucht Konrad. Der kann sich in der Mitte aber nicht gegen Patoka durchsetzen und da ist jetzt Elias am Boden. Hat da im Zweikampf einen Schlag gegen den Brasilianer gegeben. Seine Gestik lässt das zumindest vermuten, aber allzu schlimm kann es nicht gewesen sein. Elias wieder auf den Beinen. Elias wieder dabei. Sie sehen ihn da im Strafraum. Und Pfister bleibt damit etwas Glück am Ball. Wird es dann gefault von Dober. Freistoß Alter. Proteste der Altacher bei Schiedsrichter Trachter, die wohl auch gerne gelb gesehen hätten in dieser Szene für Dober. Hier sehen wir es noch einmal. Ja, da war Pfister schon vorbei. Dober hält ihn zurück. Kann man eigentlich auch als taktisches Foul mit Gelb an. Freistoß Alltag, Freistoß Ribeiro. Völlig ungefährlich. Hofmann, starke Leistung bisher vom Rapid-Spielmacher, gefault in dieser Szene. Da war der Ball schon weg. Pfister hat Hofmann zwar nicht wirklich getroffen, aber die Absicht war allemal da. Und das reicht schon. Mario Konrad hilft da am eigenen Strafraum aus, wurde bei dieser Standardsituation zurückbeordert. An sich ja das Spiel der Altacher immer wieder, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, müssen alle eigenen Spieler hinter den Ball. Und das ist phasenweise natürlich ein sehr kräfteraubendes, sehr laufaufwendiges Spiel. Und das können sie heute auch nicht mehr durchziehen beim Spielstand von 2:5, wenn sie sich noch irgendwelche Chancen in dieser Partie ausrechnen, dann müssen sie selbst den Weg vor das gegnerische Tor suchen. Matthias Koch, Stückler mit dem Abschlag. Reguläre Spielzeit ist in Kürze vorbei. Und es gibt eine Minute dazu vom Schiedsrichtergespann von Schiedsrichter Oliver Trachter aus Oberösterreich. Da geht sich noch ein Torschuss aus für Rapid und der ist drin. Unglaublich. Steffen Hofmann krönt seine bisherige Leistung jetzt auch mit einem Tor. 4 der mittlerweile 6 Rapid-Tore hat er vorbereitet, eines selbst erzielt. Und Heinz Fuchsbichler, der kommt sich mittlerweile wohl vor wie in der Geisterbahn. Alle paar Minuten muss er sich wieder erschrecken,
und 2:6, unglaublicher Spielstand, 8 Treffer hier in der ersten Spielhälfte. Und wie viel Platz da wieder ist, Riesenloch bei Altach zwischen dem Mittelfeld und der Verteidigung. Da bekommt Hofmann den Ball und man hat sich vor dem Spiel eigentlich noch vorgenommen, genau ihn zu neutralisieren. Deshalb hat Fuchsbichler auch 2 Sechser aufgestellt mit Guem und Panninger. Hat gesagt, man weiß, wenn Hofmann keinen Platz bekommt, dann kommt Rapid nicht wirklich ins Spiel. Aber das ist absolut nicht gelungen. Rapid führt hier zur Pause mit 6:2. Erwin Hofer hat 4 dieser 6 Treffer erzielt. Und ja, damit hier ein Eishockey-Ergebnis zur Pause. 16 Ballkontakte hatte Erwin Hofer nur in Spielhälfte 1. Und er hat 4 Torschüsse zu 4 Treffern genützt. Tore in Altach, 4 davon von Jimmy Hofer, 3 Tore in Kapfenberg, 2 davon für die Auswärtsmannschaft, für den SK Sturm und immerhin ein Tor in Klagenfurt für die Heimmannschaft, für Austria Kärnten. Also insgesamt 12 Tore bisher an diesem Abend in der Tipp 3 Bundesliga. Was ist da heute los, Herr Reppenweber? Wir sehen wirklich attraktive Spiele und sehr schöne Tore, aber natürlich auch eklatante Abwehrschwächen. Rapid führt also in Altach mit 6:2 und das nach 45 Minuten. 8 Tore im Stadion Schnabelholz. Die Zwischenergebnisse sehen wie folgt aus. Kapfenberg gegen Sturm also 1:2 und Austria Kärnten gegen Mattersburg, wie gesagt, 1:0. Wir beginnen beim verrückten Spiel in Altach. Steffen Hofmann, überragend bei Rapid und vor allem natürlich Jimmy Hofer. Vierfacher Torschütze in dieser ersten Spielhälfte. 4 Tore von einem Bundesligaspieler gab es zuletzt im August 2004, damals Sigurd Ruschfeld für die Austria. Endergebnis 9:0 für die Austria in Bregenz, also auch in Vorarlberg. Und mit diesem Tor hat alles begonnen. Steffen Hofmann mit der idealen Vorbereitung. Er hat 4 Rapid-Tore vorbereitet und Jimmy Hofer hat 4 erzielt. Ja, das sieht man wieder mal, wenn man ihm diesen Platz gibt und der Pass dann im richtigen Moment kommt, dann ist er fast nicht zu halten. Das haben anscheinend die Innenverteidiger von Altach nicht gewusst, dass man da ganz genau aufpassen muss. Aber man kann da nicht nur den Innenverteidigern die Schuld geben, sondern auch den Mittelfeldspielern, die Steffen Hoffmann viel zu viel Platz gelassen haben, um diese kongenialen Pässe zu schlagen. Das hat man wieder gesehen, da, wie er diesen Pass schlägt auf Hofer. Wundervolle Vorarbeit und das zweite Tor. Muss man ganz deutlich sagen, dass das Defensivverhalten der gesamten Altacher Mannschaft heute einfach nicht bundesligareif ist? Genau so ist es. Die Schuld haben nicht nur die Innenverteidiger, sondern auch das zentrale defensive Mittelfeld, die Steffen Hofmann nicht kontrollieren. Und wenn er diese Freiheiten hat, hat er natürlich durch seine Qualität hier, nimmt er den Pass genau wieder auf Jimmy Hofer und hier wieder ein wunderschönes Tor herausgespielt, aber auch durch das Zweikampfverhalten von Steffen Hofmann. Aber hier solche Fehler wie jener von Daniel Sereinig in dieser Phase des Spiels, einfach unglaublich, oder? Ist einfach unglaublich, aber an so einem Tag passieren eben solche eklatanten Fehler. Sollten nicht passieren, sind natürlich auch Spieler, die von der Schnelligkeit von Steffen Hofmann und Jimmy Hofer teilweise überfordert sind. Und noch einen Treffer haben wir gesehen, diesmal Stefan Meierhofer auf Erwin Hofer. Und das war in der 31. Spielminute das 4:2. Dann haben Meierhofer und Hofmann noch einen draufgelegt. Aber das Defensivverhalten, wie gesagt, der gesamten Altacher Mannschaft einfach inferior. Wie ist das zu erklären? Vielleicht hat Christoph Stückler eine Erklärung. Gerhard Grabert hat nachgefragt. Christoph Stückler, 2:6, Pausenstand. Können Sie fassen, was da jetzt abgegangen ist in der ersten Hälfte? Das ist unglaublich. Also wir machen Fehler, das passiert, glaube ich, in keiner Schülermannschaft. Wir reden vor dem Spiel, absichern. Wir spielen nicht auf Abseits und fangen zum Dribbeln an hin und kriegen dann so billige Tore. Also so leicht hat es Rapid, glaube ich, noch nie gehabt, dass sie 6 Tore schießen. Und wenn wir so weiterspielen, werden wir wahrscheinlich noch mehr kriegen. Also so können wir uns nicht mehr präsentieren in der zweiten Halbzeit. Jimmy Hofer hat 4-mal getroffen. Was löst der Name nach so einer Hälfte aus bei Ihnen? Ja, ich meine, wir haben die Fehler begonnen. Die Bälle haben nur eingespielt. Ich glaube, meine Mutter oder ich hätte Tore auch gemacht wahrscheinlich, aber
wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht mehr Tore kriegen. Das muss jetzt in der Pause auch schon passieren. Ja, wir müssen uns aber wahrscheinlich alle mal eine reinhauen, glaube ich, damit wir wach werden, weil sonst so geht es nicht weiter. Danke. Na, dann wird es ordentlich zur Sache gehen in der Altacher Kabine. Herbert Weber, hat Rapid die richtige Antwort gegeben auf das Ausscheiden im Europacup? Ja, absolut. Diese erste Halbzeit ist überragend, aber der Gegner macht es ihnen natürlich auch sehr leicht. Rein in die zweite Spielhälfte in diesem unglaublichen Spiel zwischen Altach und Rapid. Ja, den Fans, die hier in Grün-Weiß mitgereist sind, denen gefällt es natürlich. 6:2 führt Rapid hier zur Pause und Erwin Hoffer heute völlig losgelassen mit 4 Treffern der ersten Spielhälfte. Sie haben es gehört. Zuletzt sind einem Spieler in der österreichischen Bundesliga 4 Tore gelungen. Das war Sigurd Ruschfeld für die Austria in Bregenz, aber der hat seine 4 Treffer damals nicht in einer Spielhälfte gemacht. Es gab keine Wechsel zur Pause. Bei Rapid überrascht das wenig. Bei den Altachern gab es ja schon einen Tausch vor der Pause. Patrick Meyer für Daniel Serreinig, Heinz Fuchsbichler gibt also den anderen 10 die Chance, hier in der zweiten Spielhälfte das auszubügeln oder auch auszubaden, was sie in den ersten 45 Minuten angerichtet haben. Rapid ganz in Weiß in dieser zweiten Spielhälfte von links nach rechts und in Gelb-Schwarz, das ist Altach. Steffen Hofmann, unglücklich in dieser Aktion, aber sonst der Mann des Spiels. Bisher hatte die meisten Ballkontakte, das ist man bei ihm bei Rapid ja schon gewohnt und hat 4 der 6 Rapid-Tore vorbereitet, selbst eines erzielt. Unglaubliche Bilanz bisher vom deutschen Kapitän bei Rapid. Ja, und die Frage jetzt natürlich, was tut Rapid in dieser zweiten Spielhälfte noch für diese Partie? Allzu viel sollte ihnen ja nicht mehr passieren. Jetzt aber Ribeiro und Jane. Oh, der Ball war nicht drinnen, auch wenn das so mancher Zuschauer hier in der Cashpoint Arena schon so gesehen hat. Aber Außennetz, da gewinnt Ribeiro den Zweikampf gegen Katzer, der stellt sich da nicht unbedingt geschickt an und Jane verzieht dann etwas, trifft Außennetz und Bande und nicht ins Tor von Georg Koch. Also, was macht Rapid? Wie viel Einsatz, wie viel Kraft wendet Rapid in diesem Spiel noch auf und vor allem, was können die Altacher hier noch entgegnen? Versuchen sie tatsächlich selbst noch einmal ranzukommen. Rapid jetzt über Kavlak, der liegt quer und gleich wieder die erste gute Möglichkeit für die Hütteldorfer. Da musste Krasnitzer im Tor der Altacher eingreifen. Und der Gegenstoß bei Altach über Matthias Koch. Schwacher Abschluss. Spiel an Ribeiro, Foul von Katzer. Freistoß schnell ausgeführt. Selias wieder Ribeiro. Ball ist noch im Spiel, jetzt darf Ribeiro flanken. Und Doba klärt für Rapid. Aber die Nachschussmöglichkeit für Bamminger. Da kann Koch den Ball nicht festhalten, aber die Flanke von Jane geht ins Niemandsland und dann geht Katzer auf Nummer sicher. Hier noch einmal der Schuss von Bamminger mit dem starken linken. Koch kann den Ball zwar nicht festhalten, aber wehrt ihn immerhin zur Seite ab. Und es gibt Eckball für Altach. Der 4. in diesem Spiel für die Gelb-Schwarzen, diesmal kurz abgespielt. Und wieder Bamminger ist auf den Geschmack gekommen. Darf gleich die nächste Ecke ausführen, Nummer 5 für Altach in diesem Spiel. Das war ja ihre große Stärke, wenn man so will, in den ersten Spielen. Da haben sie nur nach Ecken getroffen. Immer Bamminger, der Vorbereiter von der Cornerfahne, und Stückler hat abgeschlossen.
Manfred Pamminger diesmal mit seinen Vorlagen glücklos. Jetzt darf Ribeiro von der anderen Seite versuchen. Schlecht getreten diesmal. Zu hoch, zu lang der Ball von Ribeiro. Abstoß gibt's von Georg Koch. Stückler das Kopfballduell gegen Meierhofer gewonnen. Jetzt Chain für die Altacher. Versucht sich da irgendwie durchzuwursteln, wird dann doch gefault. Und Hofmann. Kaum zu halten. Zuletzt im Zweikampf mit Pfister. Gibt Einwurf für Altach. Ribeiro, verfolgt von Dober. Wieder Pfister, aber da waren drei Rapidler in dieser Aktion mit dabei. Hofmann wieder mit dem versuchten Pass auf Hoffer eingespannt, das ja blendend funktioniert hat bisher in diesem Spiel. Und wieder mal ein Gusto Stückel von C. Elias, der da den Ball durch die Beine des Gegenspielers spielt, auch wenn es in diesem Fall nichts einbringt. Heikkinen, gefoult von Ribeiro. Gibt Gelb von Schiedsrichter Trachter, völlig zu Recht für diese Aktion. Aber kein unfaires Spiel bisher. Die Altacher versuchen hier nicht mit Härte dagegen zu halten. Da war Heikkinen klar schon vorbei. Ribeiro geht nur noch in die Beine des Gegners. Erste Verwarnung für einen Altacher in diesem Spiel nach 51 Minuten. Das spricht Bände, das will ich mal sehen, wenn da ein Typ wie Didi Kübauer in der Mannschaft bei den Altachern gewesen wäre, was da schon in Spielhälfte 1 los gewesen wäre, wenn da ein Tor nach dem anderen für Rapid fällt. Da wäre es anders zur Sache gegangen. Kablak für Rapid wird lange nicht attackiert. Hofmann auch wieder mit Platz. Dober schaltet sich rechts ins Angriffsspiel ein. Hat Stefan Meierhofer gesucht. Gute Aktion jetzt von Boskovic am Flügel. Hier sehen wir noch einmal die Aktion von C. Elias, der da Hofmann den Ball durch die Beine spielt. Mit dem Rücken zum Gegenspieler. Technisch gut, ein tolles Auge dieser C. Elias. Oft hat man auch den Eindruck, dass die Mitspieler da nicht ganz im Bilde sind bei seinen Ideen, bei seinen Aktionen. Und er arbeitet ja immer noch an seiner Fitness. Aber wenn der voll auf der Höhe ist, dann ist er sicher ein wertvoller Spieler für die Altacher. Kavlak bei der Ecke. Pfister hat rausgeköpft. Und jetzt der dritte Eckball in diesem Spiel für Rapid. Auch daran sieht man, dass nicht viele Torschüsse von Rapid abgewehrt wurden. Wenn es in Richtung Mario Krasnitzer ging, dann war der Ball meistens drin. Und deshalb erst Ecke Nummer 3 nach 53 Minuten, obwohl es schon 6 Tore gegeben hat. Und der Schuss von Andreas Dober war rein für die Statistik. Geht da zwischen zwei Verteidigern durch. Nicht wirklich konsequent attackiert von der Rapid-Defensive. Markus Katzer hat dann zum Eckball geklärt. Und wieder Ribeiro, der
die Ecken von links bei den Altachern ausführt. Ball ist freigegeben, Ribeiro. Kein Problem für Heikkinen und Meier hat sich da am Nachschuss versucht. Hat aber mehr den Gegenspieler als den Ball getroffen. Patrick Meier, der vor der Pause für Daniel Sereinig ins Spiel gekommen ist. Eigentlich auch ein Offensiver, hat sich im Spiel der Altacher aber eher im Mittelfeld und sogar eher im defensiven Mittelfeld eingereiht. Eine für ihn ungewohnte Aufgabe. Heute schon ein Highlight, dieses Spiel zwischen Altach und Rapid und auch morgen wieder eins, nämlich eine interessante Runde bei Talk und Tore zum Thema Rapid. Ex-Trainer Dokopil, Zellhofer und der ehemalige Rapid-Profi und jetzige Premiere-Experte Andreas Heraf nehmen morgen auf der Couch Platz. Ab 15.30 Uhr sind sie live mit dabei. Und was Rapid betrifft, da wird es auch morgen noch einiges zu reden geben. Boskovic jetzt für Meierhofer, der war nicht im Abseits, kann sich da den Ball aber nicht mitnehmen. Die Angelegenheit hier, die ist noch nicht erledigt. Spiel jetzt unterbrochen von Schiedsrichter Trachter. Es gibt Freistoß für Altach. Rapid zuletzt eher negativ in den Schlagzeilen, in den Medien durch dieses Aus im Europapokal gegen Famagusta. Die erste Mannschaft, die erste österreichische Mannschaft, die schon in der zweiten Champions League Qualifikationsrunde ausgeschieden ist. Aber in der Meisterschaft, da geben sie heute wirklich eine beeindruckende Antwort. Altach jetzt über Chain, lässt da Hofmann aussteigen, findet dann aber keinen Abnehmer in der Mitte für seine Flanke. Als Rapid zuletzt ein solches Husarenstück abgeliefert hat, auswärts. Sie erinnern sich sicher noch das 7:0 in Salzburg. Da haben die Grün-Weißen zur Pause mit 5:0 geführt. Heute waren sogar schon 6 Treffer. Mal sehen, was da heute in der Endabrechnung rausspringt. Georg Koch wenig beschäftigt in dieser Partie. Darüber wird er nicht unglücklich sein. Ja, nach der Pause sind jetzt knapp 13 Minuten gespielt. Und es ist das erste Mal in diesem Spiel, dass es eine so lange Zeitspanne ohne Tor, ohne Treffer für eine der beiden Mannschaften gegeben hat. Tokic klärt den Ball da ins Seiten aus. Rapid abwartend nach der Pause, wer kann es ihnen verdenken? Die haben ihre Hausaufgaben hier schon vor der Pause erledigt. Altach müsste jetzt eigentlich etwas kommen, versucht es auch. Aber bisher ohne Erfolg. Da fehlen die Mittel, da fehlen die zündenden Ideen im Mittelfeld. Ja, und wenn man vor der Pause schon 6 Tore schlucken muss, ist es natürlich klar, dass die Mannschaft auch verunsichert ist. Jane, der heute die linke Flanke, die rechte Abwehrseite bei Rapid hätte aufreißen sollen, hat das bisher nicht geschafft. Und auch von Se Elias, da kommt noch zu selten der Schussgenialität aus dem Mittelfeld ins Spiel. Das müsste vor allem in so einer Situation jetzt öfter kommen. Apropos genial, Steffen Hofmann jetzt mit dem Pass. Kavlak, Heikkinen,
und Katzer. Schön gespielt. Wieder für Kavlak gegen Stückler. Katzer jetzt endgültig mit der Flanke und die nächste Riesenchance für Rapid. Branko Boskovic scheitert da an einem glänzend disponierten Mario Krasnitzer im Altachtor. Da hat er wirklich toll reagiert. Hier noch einmal Katzer. Passt genau die Flanke für Boskovic, der völlig frei wieder mal in der Mitte zum Abschluss kommt. Ja, und viel konnte Mario Krasnitzer da nicht mehr reagieren, weil alles sehr schnell gegangen ist. Aber das, was notwendig war, hat er doch noch geschafft, nämlich das rechte Bein auszufahren. Der Eckball für Rapid nach dieser Aktion bringt nichts ein. Mario Krasnitzer war auch beim bisher einzigen Sieg der Altacher in dieser Saison ein sicherer Rückhalt, nämlich gegen Sturm. Da hat er einige gute Paraden gezeigt. Heute von seinen Vorderleuten immer wieder sträflich im Stich gelassen und bei allen Toren bisher chancenlos. Jetzt Chain für Altach. Patoka macht da keine Gefangenen, befördert den Ball auf die Gegentribüne. Bringt der Hofmann in Bedrängnis mit diesem kurzen Zuspiel und da kommen die Altacher mal. Hat sich einmal Ribeiro rechts am Flügel durchgesetzt. Dann war aber niemand im Strafraum. Und bei Altach wird in Kürze gewechselt werden. Denis Mim kommt in die Partie, ist schon bereit für seine Einwechslung und er ersetzt den Kapitän. Enrico Pfister muss raus, gibt die Kapitänsschleife jetzt weiter an Alexander Kuhem. Für den Kapitän natürlich kein besonders glücklicher Tag, nachdem er Mitglied dieser Viererkette ist. Und Denis Mim, der Rechtsverteidiger, ich habe es Ihnen schon einmal gesagt, war nicht ganz fit vor diesem Spiel. Zuletzt mit einer Fersenverletzung gehandicapt, sonst hätte er wohl auch von Beginn an gespielt. Sein Ersatz Matthias Koch hier in dieser Szene gegen Kavlak übermotiviert. Hat sich auch selbst etwas wehgetan, es geht aber weiter. Hat Kavlak da das Standbein weggezogen, deshalb auch der Freistoß für Rapid. Kavlak, Boskovic verlängert für Hoffa, wieder Boskovic, wieder Hoffa, schöne Kombination bei Rapid. Und da ist das 7. Tor für die Gäste in diesem Spiel. Die können da kombinieren, wie sie wollen, im Strafraum der Altacher. Und Mario Krasnitzer, der kann einem wirklich schon leid tun. Muss schon zum 7. Mal in diesem Spiel hinter sich greifen. Und Stefan Meyerhofer mit seinem 2. Tor in diesem Spiel eingeleitet über den linken Flügel. Kavlak auf Boskovic, der verlängert für Hofer. Wieder Boskovic, wieder Hofer und dann Meyerhofer. 5 Ballkontakte für Rapid im gegnerischen Strafraum, ohne dass da ein Verteidiger mal vernünftig in einen Zweikampf kommt. Denis Mim, den Heinz Fuchsbichler vor kurzem ins Spiel gebracht hat, hat es versucht, aber auch nicht geschafft. Ja, und damit hat Rapid wieder 7 Tore erzielt, wie anno dazu mal im Frühjahr in Salzburg. Und jetzt ist nur noch die Frage, inwiefern kann Altach hier den Schaden, wenn man jetzt überhaupt noch davon sprechen kann, heute noch in Grenzen halten.
Rapid natürlich bei weitem nicht mehr so druckvoll wie noch vor der Pause. Selten im Strafraum der Altacher. Aber es setzt sich eines fort, was man hier schon in der ersten Spielhälfte gesehen hat. Wenn Rapid vor dem Tor von Mario Krasnica auftaucht, dann schlägt es meistens auch ein im Netz. Und Peter Packholt, der heute einen relativ ruhigen Abend verbringen darf, wechselt jetzt erstmals, nimmt Markus Katzer aus dem Spiel, bringt Martin Hieden für ihn in die Partie. Und Markus Katzer, der Rapid-Spieler mit den meisten Ballkontakten. Viele Offensivaktionen, viele Angriffe sind über seine linke Seite eingeleitet worden. Hatte 58 Ballkontakte, Markus Katzer, und hat fast zwei Drittel seiner Zweikämpfe gewonnen. Also auch das ein ganz starker Wert. Tolle Leistung heute von Markus Katzer. Foulspiel von C. Elias an Dober gibt Freistoß für Rapid, während wir hier noch einmal dieses Flippern von Rapid im Alltagsstrafraum sehen. Ja, und dieser Szene hat sogar so ausgesehen, als ob der Ball von Mim, jawohl, Mim liefert die Vorlage für Stefan Meyerhofer. Ganz unglücklich. Der ist da keine zwei Minuten im Spiel und gibt dann den Assist für Stefan Meyerhofer. Also alles, was heute schief gehen kann bei Alltag, geht auch in die Hose. Dennis Mim, kein Risiko, Ball ins Seiten aus, Einwurf Rapid. Hofmann, ja, den versuchen sie jetzt früher zu stören, ein wenig spät. C. Elias da mit einem beherzten Tackling von Spielmacher zu Spielmacher. Und Rapid verlagert das Spiel auf links. Boskovic für Hofmann. Nächster Wechsel bei Rapid. Nikica Jelavic kommt in die Partie und der vierfache Torschütze Erwin Hofer hat es überstanden und der hat sich jetzt natürlich einen kräftigen Applaus bei seinem Abgang verdient. Vier Tore erzielt, eines vorbereitet. Ja, und da bekommt er auch von den Alltag-Fans Applaus. Faire Geste der Zuschauer hier, die auch die starke Leistung des jungen Mannes im Sturm von Rapid würdigt. Und Nikica Jelavic, jetzt also neu im Spiel, der wartet noch auf sein erstes Tor im Dress von Rapid. Sein fünfter Einsatz heute für die Hütteldorfer, bisher viermal davon in der Meisterschaft eingewechselt. Den Schluck hat er sich verdient. Da wird es vielleicht außer Wasser heute auch noch was geben. Rapid ist ja gestern per Flugzeug angereist hier nach Vorarlberg über Altenrhein. Aber da musste sich die Mannschaft sogar auf zwei Flieger aufteilen, weil momentan die Buchungslage etwas schwierig ist aufgrund der Bregenzer Festspiele. Aber Festspiele momentan nicht nur in Bregenz, sondern auch heute hier in Altach. Ja, und Rapid reist dann nicht per Flugzeug, sondern per Zug, also im Zug zurück nach Wien. Dafür wurde eigens ein Schlafwagen angemietet. Und nach dieser Leistung
werden die grün-weißen Profis heute sicher eine angenehme Nachtruhe finden. Elias Baminger. Ball zirkuliert bei den Altachern, aber ohne dass sie dabei Raum gewinnen. Mim mal mit etwas Platz über links. Da kommt Meierhofer. Laufbereitschaft stimmt beim Rapidstürmer. Der setzt Mim da unter Druck und so misslingt dessen Flanke völlig. Patoka, der jetzt linker Verteidiger spielt, nachdem Katzer das Spielfeld verlassen hat beim Einwurf. Für ihn im Zentrum der eingewechselte Martin Hieden, jetzt an der Seite von Mario Tokic. Doba mit dem Fehlpass, den hat Mim abgefangen. Selias. Ribeiro könnte mal schießen, versucht aber noch mal weiter zu spielen. Und Mim. Jane, wieder Mim. Ja, die Flanke wird fast noch zum Torschuss. Haben sich Mim und Jane selbst ein wenig behindert. Jane wollte dem Mitspieler hat eigentlich gar nichts den Ball überlassen. Mim hat nicht viel nachgefragt und Jane vor lauter Schreck ausgerutscht. So bringen sich die Altacher heute um ihre Chancen. 20 Minuten geht es noch in dieser Partie. Spielstand von 2-7 aus Sicht der Altacher. Aber 8 dieser 9 Tore schon vor dem Seitenwechsel gefallen. Das Spiel jetzt bei weitem nicht mehr so dramatisch wie noch in Hälfte 1. Foul von Steffen Hofmann wurde hier angezeigt gegen Alexander Guhen. Der will das nicht wahrhaben, den Freistoß gibt es trotzdem. Rapid schont sich in dieser zweiten Spielhälfte, völlig klar. Eine Entscheidung mussten sie nicht mehr herbeiführen nach dem Seitenwechsel. Aber einen Treffer haben sie trotzdem erzielt. Denn das Defensivverhalten bei Altach, so hatte man zumindest in dieser Szene, die zum 7:2 geführt hat, den Eindruck, das Defensivverhalten hat sich nicht wirklich verbessert, sondern Rapid hat einfach den Druck deutlich verringert. Wieder Hofmann. Hofmann hat erneut Platz. Der Doppelpass mit Meierhofer, dann sucht er Jelavic, findet aber Krasnitzer. Jane hat etwas Platz zu schießen, sucht sofort den Abschluss. Verfehlt sein Ziel allerdings deutlich. Da war Doba weit weg vom Gegenspieler. Auch Heikkinen konnte nicht eingreifen in dieser Szene. Aber keine Gefahr fürs Tor von Georg Koch. Nächster Wechsel bei Altach, der dritte und letzte. Elias, der Spielmacher, ausgepumpt. Zuletzt in Mattersburg hat er durchgespielt. Heute wieder vorzeitig vom Feld. 17 Minuten vor dem Ende für ihn. Dursun Karatay aus dem Spiel damit. Hat Heinz Fuchsbichler die drei Optionen, die er hat, gezogen. Stückler, wohin mit dem Ball? Keine Anspielstation, da geht's zurück. Und Heikkinen hat da gar nicht versucht, sich da auf das Kopfballduell mit Karatay einzulassen. Jane, das hat er gut gemacht gegen Doba. Ribeiro.
Und Konrad versucht dann mit aller Macht noch an den Ball zu kommen. Hätte man wohl auch als Foul werten können. Konrad hier gegen Tokic, ja, da trifft er den Verteidiger am Fuß, aber kein Foul, gibt Abstoß vom Tor von Georg Koch. Patrick Meyer hat viel Platz. Konrad. Ja, da verliert der neue Mann Karatay den Ball. Ja, soeben beginnt hier in Altach die Rapid-Viertelstunde, obwohl Rapid die heute eigentlich gar nicht notwendig hat. Da lässt Dober Jane auflaufen. Freistoß für die Altacher. Dober meint da wohl, ich kann mich ja nicht in Luft auflösen. Jane spielt ihm da den Ball durch die Beine. Ja, die Entscheidung von Schiedsrichter Trachter natürlich korrekt. Der Freistoß für die Gelb-Schwarzen. Dritter und letzter Wechsel jetzt auch bei Rapid. Stefan Kulowitz kommt in die Partie. Und für ihn geht Veli Kavlak vom Feld. Der hat das noch nicht so richtig realisiert. Und die Fans, die Mitgereisten, feiern jetzt ihre Mannschaft. Und die Rapid-Viertelstunde. Kavlak raus, Kulowitz rein, damit hat Peter Packholt zwei defensive Kräfte in dieses Spiel gebracht, mit Hieden und auch mit Kulowitz, der ein Abräumer im Mittelfeld ist. Bamminger mit der Schussmöglichkeit, aber zu viele Beine da vor dem Tor von Georg Koch. Und jetzt die Kontermöglichkeit bei Rapid über den neuen Mann Kulowitz. Meyerhofer kam nicht mehr ran, auch Jelavic in der Mitte nicht. Und Karatay. Das Traurige an solchen Szenen ist eigentlich, dass Rapid den Altachern jetzt schon relativ viel Platz lässt, um zu spielen, um sich dem gegnerischen Tor zu nähern. Aber die Altacher ein ums andere Mal nichts draus machen können. Jelavic, der ist natürlich noch motiviert, übermotiviert Manfred Pamminger, der dem Gegenspieler da eine mitgibt. Somit Freistoß für Rapid. Dass die Altacher heute nicht mehr punkten werden, das ist mittlerweile klar, aber sie könnten sich zumindest bei den Fans ein wenig rehabilitieren, wenn sie sich noch so richtig reinhängen in diesen letzten Minuten. Denn vor allem in Spielhälfte 1, als Rapid hier noch mitgespielt hat, da sind sie ja einiges schuldig geblieben. Handspiel und Freistoß für Rapid. Kulowitz, der sich jetzt neben Heikkinen im defensiven Mittelfeld eingereiht hat. Jelavic, gefoult von Ming. Dennis Ming, der hat in der Bundesliga nur 7 Treffer erzielt. Sein letztes noch im Dress von Wacker Innsbruck. Es war vergangenen Dezember, ausgerechnet gegen Rapid. Aber heute würde selbst ein Treffer von ihm den Altachern hier nicht mehr viel bringen. Patrick Meyer. Jane bringt den Ball unter Kontrolle gegen Dober.
Stückler klärt vor Kulowitz. Dober mit der Flanke, da verschätzt sich Matthias Koch. Und Boskovic wollte Jelavic in der Mitte einsetzen. Aber diese Aktion, ein Missverständnis bei Rapid. 10 Minuten geht es hier noch in der regulären Spielzeit und es zeichnet sich eine ganz, ganz bittere Heimniederlage für Altach. Die höchste in ihrer Bundesliga-Geschichte, in ihrer mittlerweile etwas mehr als zweijährigen Bundesliga-Geschichte ab. Und das wird eine ganz, ganz schwierige Saison für die Gelb-Schwarzen. Denn so wie sie sich bisher präsentiert haben, das war in einigen Spielen nicht wirklich Bundesliga-reif. Chain hier mit dem Foul gegen Dober. Ja, und dass Altach auswärts Probleme hat, das hat man auch in der Vergangenheit schon gewusst. Aber da haben sie zumindest zu Hause hier auf ihrem engen Platz und mit dem Publikum im Rücken die Punkte geholt. Und jetzt haben sie in dieser Saison schon 2 Heimspiele verloren. Das erste gegen den LASK, gegen Sturm auch nur mit viel Glück gewonnen. Und heute dann diese deftige Watschen von Rapid. Also, das wird nicht leicht für die Altacher, auch wenn da natürlich im Moment Leistungsträger fehlen, wie ein Hutwelker, wie ein Šopić, auch Carreño, der mit Sicherheit Stabilität in die Abwehr bringen könnte, Kramann, der zumindest eine zusätzliche Option in der Innenverteidigung für Heinz Fuchsbichler wäre. Auch wenn die alle wieder fit sind, muss man erst sehen, wie sich Altach dann erfängt. Bisher hat man die Probleme ja vor allem in der Offensive ausgemacht. Man war auf Stürmersuche, da wurden immer wieder Kandidaten getestet, kein passender gefunden. Aber vielleicht sollte man da auch noch in den anderen Mannschaftsteilen ein wenig nachbessern. Nimm für Jane Dober, da immer wieder hart am Mann. Hat seine Sache da rechts gut gemacht, zuletzt ja kritisiert, hart kritisiert von seinem Trainer, von Peter Packholt. Aber heute hat er Modo Jane keinen Platz gelassen, viele Zweikämpfe mit dem Stürmer aus Gambia gewonnen. Und da gibt es mit Sicherheit keine Kritik heute von Peter Packholt. Im Spiel gegen Famagusta am Mittwoch hat der Dober ja schon nach einer knappen halben Stunde rausgenommen. Heute hat er sich rehabilitieren können. Dober sucht Jelavic mit dem langen Zuspiel. Der nimmt sich den Ball auch schön runter. Meierhofer kann sich die Kugel aber nicht mitnehmen. Ribeiro wird nicht attackiert, sieht keine passende Anspielstation. Warum nicht mal selbst schießen? Und ein ruhiger Abend. Was für Georg Koch, der auch in dieser Szene nicht eingreifen musste. Spielhälfte 1 war es bis zum 2:2 eine knappe Angelegenheit, aber dann ist der Rapid Express hier so richtig ins Rollen gekommen und jetzt Abseitsstellung von Branko Boskovic. Für die Rapid-Fans war es hier in Spielhälfte 2 nur noch reine Zeit zum Feiern. Die Highlights bis auf diesen einen Treffer, bis auf das 7:2 von Meierhofer hier nach knapp einer Stunde
gab es schon vor der Pause mit 6 Toren für Rapid und 2 für Alltag. Martin Hieden damit in der Rapid-Mauer, hat in dieser Saison auch keinen leichten Stand. Die Weißen heute erst zum dritten Mal eingewechselt, also nur ein Joker, wenn es gilt, hinten dicht zu machen. Jetzt dieser Freistoß für Altach. Pamminger gut angetragen und Björk Koch hält den Ball fest. Koch, sonst ein Torhüter, der gerne faustet, hält nur rund ein Drittel der Schüsse, die auf sein Tor kommen, in der Bundesliga fest. Das ist der schwächste Wert aller Torhüter in dieser Szene, aber hat der Ball förmlich an seinen Händen geklebt. Mim jetzt für Ribeiro, der war nicht im Abseits, schöner Spielzug bei den Altachern, aber Ribeiro da natürlich schon weit draußen. Pamminger übers Tor. Ja, es will und will einfach nicht bei Manfred Pamminger. Der läuft schon lange, lange seinem ersten Tor in der Bundesliga nach. Heute sein 107. Spiel in der höchsten österreichischen Spielklasse. Getroffen hat er noch immer nicht. Und das, obwohl er für Altach in dieser Saison die meisten Torschüsse abgegeben hat. Auch in diesem Spiel sind wieder 5 dazugekommen. Damit war Pamminger auch in dieser Partie der Altacher mit den meisten Schüssen aufs gegnerische Tor. Da ist er wieder am Ball für Ribeiro. Und Patrick Meyer nimmt volles Risiko und wird dafür beinahe belohnt. Der Ball klatscht von der Latte zurück. Auch für Patrick Meyer wäre es das erste Bundesliga-Tor gewesen, aber jetzt der Gegenstoß und Meyer nicht nur offensiv, sondern defensiv im Moment auffällig, holt da den Ball für die Altacher zurück. Ein Foul von Stückler an Jelavic. Er hat sich da selbst eingedreht. Und Patrick Meyer spielt den Ball jetzt raus. Aber Jelavic schon wieder auf den Beinen, muss nicht verarztet werden, während wir hier noch einmal diesen Bombenschuss von Patrick Meyer sehen. Da hätte es für Georg Koch natürlich nichts zu halten gegeben. Aber trifft nur die Latte. Ja, und auch ein wenig symptomatisch diese Szene für dieses Spiel, während Rapid aus fast allen Chancen getroffen hat, geht bei den Altachern auch so ein Schuss nicht rein. Ribeiro, Heikkinen rauscht heran. Ribeiro mit der Ferse für Mim. Und Einwurf Alltag. Pamminger. Jain, da bringt Rapid mal den Ball nicht weg. Oh, aber der ist nicht drinnen. Ja, das Glück trägt heute nicht gelb-schwarz. Mario Konrad hätte da beinahe sein zweites Tor in diesem Spiel gemacht. War nicht im Abseits in dieser Szene. Und da war Georg Koch noch dran an diesem Ball. Vorlage von Jane per Kopf und Koch lenkt den Ball an die Stange. Der Eckball für Altach mittlerweile ausgeführt. Konrad, auch diesmal nicht im Abseits, Spiel läuft weiter. Aber in dieser Szene etwas zu umständlich.
Mario Konrad mit seiner zweiten Riesenchance innerhalb kurzer Zeit. Die Fahne des Assistenten blieb in dieser Szene unten. Und jetzt auf der anderen Seite ist sie oben. Kein Tor für Rapid, weil Abseitsstellung angezeigt von Schiedsrichterassistent Raimund Buch. Nikica Jelavic war da im Abseits. Ja, knappe Angelegenheit, das war gleiche Höhe. Für mich kein Abseits. Und da hätte Rapid sogar noch einen achten Treffer in diesem Spiel erzielt. Reguläre Spielzeit mittlerweile abgelaufen. Altach kommt über Patrick Meyer. Bamminger hat da versucht, auf Meyer zu spielen. Es gibt Eckball für Altach und 2 Minuten gibt es noch obendrauf von Schiedsrichter Trachter. Hier sehen wir noch einmal diese zweite Riesenchance für Konrad, der da vielleicht selbst etwas überrascht war, dass er nicht aus dem Abseits zurückgepfiffen wurde, zu umständlich agiert hat und dann zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit an Georg Koch gescheitert ist, der jetzt beim Eckball von Bamminger faustet. Flanke von Patrick Meyer in das Tor. Bald haben sie es überstanden, die Altacher. Die Hälfte der angezeigten Nachspielzeit ist vorbei. Ja, und was soll Heinz Fuchsbichler seiner Mannschaft in der Kabine nach diesem Spiel sagen? Es bringt wohl nichts, auf die Burschen auch noch drauf zu hauen. Die werden selbst wissen, dass das heute nichts war. Dazu brauchen sie nur auf die Anzeigentafel zu schauen, aber sie aufrichten wird wohl auch schwer sein, denn Positives im Spiel der Altacher kann man im Moment weniges finden. Und 2:7, das ist ein Ergebnis, das man normal in einer Eishockeyhalle sieht, und sogar dort ist es dann ein Kantersieg, aber im Fußball eine absolute Seltenheit. Ball im Aus, Einwurf Rapid, die Nachspielzeit ist abgelaufen und Schiedsrichter Trachter pfeift jetzt auch pünktlich ab. Rapid gewinnt in Altach mit 7:2, eine bittere Niederlage für Heinz Fuchsbichler und seine Altacher. Da gibt es vieles aufzuarbeiten und da kommt viel Arbeit auf die Altacher zu. Und Rapid hat gut reagiert nach der Kritik, die es zuletzt gegeben hat, nach dem Europacup aus. Da ist viel auf die Mannschaft draufgehauen worden und sie haben mir die richtige Antwort gegeben. Zwar gegen am heutigen Abend inferiore Altacher, man muss das so deutlich sagen, denn die Gegenwehr hat sich heute mehr als in Grenzen gehalten. Aber Peter Packholt, der hat es anscheinend geschafft, dieses Europacup aus den Köpfen seiner Spieler zu bringen, und vor allem Steffen Hofmann war heute ein wichtiger Bestandteil in diesem Spiel für Rapid, hat 4 Tore vorbereitet, eines selbst erzielt. Insgesamt waren es 7 am Ende für Rapid und 82 Ballkontakte für Steffen Hofmann, wieder einmal der wichtigste Mann im Spiel bei Rapid. Ja, und wenn man auf die Statistik schaut, dann überrascht vor allem, dass Altach deutlich mehr Torschüsse hatte als Rapid, aber die gingen meistens irgendwo hin. 7 aufs Tor bei den Altachern und 9 hat Rapid aufs gegnerische Tor gebracht. Davon waren 7 drinnen, also an Effizienz heute kaum zu überbieten. Und schauen Sie auf die Ballkontakte. Fast ausgeglichen die Spielanteile. Rapid in Spielhälfte 2 mit einem leichten Plus. Vor der Pause war es fast 50-50. Aber ein Steffen Hofmann, ein Jimmy Erwin Hoffer haben heute den Unterschied ausgemacht und diese Partie praktisch für Rapid entschieden.
Also, wir haben heute ein tolles Spiel, einen außergewöhnlichen Fußballabend erlebt. Rapid heute der große Sieger. Das war's von mir. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich bei diesem Spiel und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit den Analysen im Premiere Fußballstudio. Rapid gewinnt in Altach, ganz klar und deutlich mit 7:2. Der neue Tabellenführer aber heißt bis morgen SK Sturm Graz, denn die Grazer gewinnen das steirische Derby in Kapfenberg mit 3:1. Außerdem Austria Kärnten feiert den ersten Saisonsieg zu Hause gegen Mattersburg mit 2:0. Herbert Weber, da war heute einiges los. Wir haben einiges erlebt. Rapid war sehr überzeugend gegen einen sehr angenehmen Gegner in Altach und Sturm war eine Klasse zu groß für Kapfenberg und Austria Kärnten hat den ersten Sieg eingefahren, der sehr wichtig ist für diese Mannschaft. Es sind viele Tore gefallen am heutigen Abend in der Tipp 3 Bundesliga, bereits 18. Das ist jetzt schon Saisonrekord, obwohl ja morgen noch der Schlager Austria Wien gegen Salzburg stattfindet. Rapid, wie gesagt, 7:2 in Altach. Sturm in Kapfenberg 3:1 Sieger und Austria Kärnten gewinnt gegen Mattersburg mit 2:0. Der LASK war also nur bis heute Tabellenführer. Jetzt steht Sturm ganz oben vor Rapid. Beide halten bei 13 Punkten. Aber heute haben sie 7 Gegentreffer kassiert gegen Rapid. 2 Tore haben sie allerdings auch selbst geschossen. Also immerhin 9 Tore in einem Spiel. Charlie Leitner fasst diese verrückte Partie für Sie noch einmal zusammen. Nach dem Champions League Out von Rapid ging natürlich bei einigen ziemlich der Rauch auf und deshalb rechneten sich die Altacher durchaus Chancen aus, heute gegen Rapid erfolgreich zu sein. Zum einen dachten sie, die Rapidler seien müde, zum anderen moralisch angeschlagen. Dementsprechend begannen sie auch dieses Spiel. Erste Chance durch Mario Konrad, aber es dauerte nicht allzu lange und dann schon dieser Konter, eingeleitet vom eigenen Strafraum heraus. Meierhofer weiter, Hofmann und dann in den Lauf hinein von Hoffer und der nutzte mit seinem ersten Torschuss gleich, dass er dieses Spiel zu ihren Gunsten brachte. 8. Minute und 1:0 durch Hoffer und die mitgereisten Rapid-Fans konnten erstmals jubeln. Aber die Altacher, sie steckt nicht auf. Buem mit dem hohen Ball hinein auf Jane, der heute von Beginn an mit dabei war, bedrängt von Meierhofer, dann Heikkinen, aber Jane gelangt der Querpass hinein und Mario Konrad macht sein erstes Saisontor und das ist der Ausgleich nach einer Viertelstunde für Altach. Krasnitzer mit dem Abstoß und er landet direkt beim Gegner. Wieder Hoffmann, der viel Platz hatte und dann dieser geniale Pass wieder auf Hoffer, der umkurvt Krasnitzer und es steht nach 20 Minuten 2:1 für die Grün-Weißen, die heute erstmals mit ihren neuen Auswärtsdressen antraten. H und H, Hoffmann und Hoffer waren die Spielbestimmenden in den Anfangsminuten. Dann wieder die Altacher. Pech für Koch, Glück für Altach. Der Schuss von Ribeiro wird abgefälscht. Koch hatte da keine Abwehrmöglichkeit. Und auch Ribeiro kann sich erstmals für Altach und insgesamt in der Bundesliga in die Torschützenliste eintragen. Halbe Stunde dann gespielt. Chancen auf beiden Seiten und dann dieser Patzer von Daniel Sereinig. Hofmann bekommt den Ball und dann war es einfach für Erwin Hoffer wieder zuzuschlagen. Es war bereits sein 4. Treffer in diesem Spiel. Aber was für eine schlechte Leistung an der Seite durch Daniel Sereinig. 4 Tore, das gab es noch nie und da rieb auch sich Heinz Fuchsbichler verwundert die Augen. Dann dieser lange Pass genau auf die Brust von Meierhofer, der wieder ideal hinein und dann ist wieder Hoffer da und damit war die Vorentscheidung eigentlich schon gegeben. Aber auch hier stellen sich die Altacher wirklich nicht geschickt an, wieder Sereinig, der einen Zweikampf verliert und das Spiel
lief immer mehr in Richtung Rapid. Wieder Hoffmann, wieder Meierhofer. Er hätte wieder Hoffer bedienen können. Aber diesmal sucht er selbst den Abschluss. Und das war nach 36 Minuten bereits das 5:2. Dann reagierte Heinz Fuchsbichler, nahm den unglücklichen Sereinig raus, brachte einen offensiven Mittelfeldspieler mit, Patrick Meier. Aber die Rapidler ließen sich nicht beeindrucken. Vor allem Hofmann, wenn man ihm so viel Platz lässt, dann nutzt er ihn auch. Und das war mit dem Ende der ersten Halbzeit das 6:2 durch den Kapitän. Und was da in einem Kopf eines Trainers vorgeht, kann man sich vorstellen. Die Fans waren schon am Jubeln. So viele Gegentore hat Altach in der ersten Hälfte noch nie hinnehmen müssen. 6 an der Zahl. Die Rapidler bereits in Volksfeststimmung. Dass Rapid nicht so weiterspielen konnte, das war auch klar, war auch nicht notwendig. Trotzdem gab es Chancen und trotzdem gab es noch einen Treffer durch Meierhofer. Das war nach einer Stunde das 7:2. Und dass ein Torhüter da sauer ist, wenn er so im Stich gelassen wird von seinen Vorderleuten, das ist klar. Dann durfte verdientermaßen Erwin aus 4 Tore. Danach wandelt er auf den Spuren von Ruschfeld. Dem gelangen mit der Austria auch einmal in Vorarlberg in Bregenz 4 Tore beim damaligen 9:0-Sieg. Aber die Altacher, sie steckt nicht auf. Und auch Koch bekam Gelegenheit, sich zu beweisen. Da hätte er keine Chance gehabt. Das war der Schuss von Patrick Meier, zuvor der Freistoß von Pamminger. Dann noch eine Riesenchance für Mario Konrad, der Pfosten rettete. Die Moral stimmte bei den Altachern, aber am Ende war es ein überlegener Sieg für Rapid. Und Rapid hat sich damit rehabilitiert für das Champions League aus. Für Fuchsbichler gibt es viel Arbeit, vor allem in der Defensive passte da überhaupt nichts. Rapid ist wieder auferstanden. Rapid gewinnt also in Altach ganz klar mit 7:2. Es war bereits der 4. Bundesligasieg in Serie für den Meister. Es könnte alles so schön sein in Hütteldorf, Herr Robert Weber. Wäre dann nicht das Europacup aus gegen Famagusta? Ja, das größte Ziel wurde leider nicht erreicht. Da passt natürlich dieser klare Sieg in Altach gut rein. Es war natürlich auch ein sehr, sehr schwacher Gegner heute von Rapid, das muss man sagen. Mit diesen eklatanten Abwehrschwächen haben sie es Rapid sehr leicht gemacht. Und wenn man natürlich Rapid diese Räume gibt, an Hoffmann, an Hoffer diese Räume lässt, dann schaut es so aus wie heute. Ja, das waren die beiden Männer des Spiels. Erwin Hoffer, 4 Tore und ein Tor vorbereitet. Steffen Hofmann, ein Tor erzielt und 4 Tore vorbereitet, Gerhard Grabert. Ja, 7:2 Sieg für Rapid, also hier in Altach. Das passiert nicht alle Tage. Steffen Hoffmann, wo reihen Sie denn diesen Erfolg ein auf Ihrer persönlichen Hitliste? Ja, ich denke, es war ein sehr, sehr schöner Sieg heute für uns. Wir haben am Mittwoch einen sehr bitteren Sieg errungen. Und es war nicht einfach für uns nach dem Spiel, aber ich denke, die Mannschaft hat heute eine tolle Leistung gezeigt. Und wir haben auch nicht vergessen, was im Frühjahr hier war, und deswegen ist da schon eine gewisse Genugtuung dabei. Jimmy Hoffer heute 4 Treffer erzielt. War das auch für Sie persönlich heute ein ganz einfach unglaublich schöner Abend? Ja, ich glaube, es kann nichts Besseres geben, wenn man auswärts gewinnt einmal so hoch und dann noch 4 Tore macht. Und ja, es ist eigentlich unvorstellbar, wenn man als Stürmer 4 Tore macht in einer Hälfte. Und ja, ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir immer weiter kämpfen, aber wir Tore bekommen, und ja, wir haben gekämpft bis zum Schluss. Hoffer und Hoffmann, herrscht da schon sowas wie blindes Verständnis? Ja, er spielt mir sehr gut die Bälle in Lauf, und ja, ich mit meiner Schnelligkeit kann es gut nützen, und ja, ich habe heute jede Chance genützt, und ja, ich hoffe, dass es so weiterläuft. Steffen, nach dem 4. Assist haben Sie sich dann gedacht, okay, jetzt ist es Zeit, dass ich auch selber mich eintrage in der Schützenliste? Nein, ich glaube, es ist egal, Wer bei uns die Tore schießt. Natürlich freut es jeden Einzelnen immer, wenn man beteiligt ist bei einem Tor, ob man es auflegt oder selber schießt. Das ist mir persönlich egal, aber
ab und zu ein Tor zu schießen, glaube ich, das gehört einfach auch dazu. Jimmy, sind solche Siege ganz einfach auch das beste Rezept, das beste Mittel, um dieses Europacup-Ausscheiden vergessen zu machen, schneller vergessen zu machen? Ja, wie der Steff schon gesagt hat, es war ein bitterer Sieg am Mittwoch. Aber wir haben heute gezeigt, dass wir in der Meisterschaft wieder ganz vorne mitspielen wollen. Und ich glaube, das war die beste Antwort, was wir machen können. Wird man sich heute bei der Heimfahrt im Zug vielleicht denken, ah, schade, dass das nicht am Mittwoch gelungen ist, diese Toranzahl? Ja, natürlich. Aber das ist vorbei, ja. das Kapitel leider. Aber wir haben am Mittwoch einen großen Kampf gezeigt. Heute ist es uns ein bisschen einfacher gelungen, die Tore zu machen. Ich denke, wenn wir die Chancenauswertung am Mittwoch so gehabt hätten wie heute erste Halbzeit, dann würden wir am Mittwoch gegen Korea spielen. Dankeschön an die beiden Männer des Spiels. Ich gebe wieder zurück ins Studio. Steffen Hofmann, Erwin Hoffer und dazu gibt es auch noch einen Stefan Meyerhofer. Ist das das neue magische Dreieck in Österreich? Ja, es schaut des Öfteren so aus. Vor allem Hoffmann ist natürlich ein überragender Regisseur, der immer wieder beweist, wie wertvoll das für Rapid ist. Tatsache ist aber, wenn er einen schwächeren Tag erwischt, wie zum Beispiel im Auswärtsspiel gegen Famagusta, dann gibt es große Probleme bei Rapid. Und die darf er sich fast nie erlauben. Und in dieser Gewissheit, ständig solche Leistungen zu bringen, das ist wirklich großartig. Ja, einen ganz schwachen Tag haben heute allerdings die Altacher erwischt. Es war die höchste Heimniederlage der Altacher in der Bundesliga. Und ich begrüße jetzt live den Trainer Heinz Fuchsbichler. Herzlich willkommen bei uns. Wie geht's Ihnen nach diesen 90 Minuten? Ja, man kann sich ungefähr das vorstellen, was da in einem vorgeht. Aber okay, das Leben geht weiter. Muss man schlicht und einfach sagen, dass die Leistung Ihrer Mannschaft heute, vor allem was das Defensivverhalten anlangt, einfach nicht Bundesliga-tauglich war? Gebe ich Ihnen zu 100% recht. Wie sind denn solche Fehler zu erklären, wie zum Beispiel von Daniel Sereinig, der schwer überfordert gewirkt hat? Ja, das ist eben unser großes Problem. Wir können eben momentan nicht aus dem Vollen schöpfen. Also der Daniel ist verunsichert. Muss trotzdem immer wieder in die Partien hineingehen und im Endeffekt kommen dann diese Situationen raus. Es tut mich auch persönlich leid für ihn selber, weil er ist ein toller Profi und er ist momentan wirklich total von der Rolle. Das hat man heute gesehen. Ich will ihm auch keinen Vorwurf machen, nur das war heute einfach zu wenig, das weiß er selber. Aber wenn man verletzte Innenverteidiger momentan noch hat, die eben langzeitverletzt sind, wenn eben dazu dann noch ein Dennis Mim ausfällt, der dann trotzdem heute noch reinkommen hat müssen aufgrund von der Verletzung vom Pfister, wenn ein Reitz noch ausfällt und so weiter, dann weiß man schon, wie dünn unsere Defensive diesmal war und dann kommt im Endeffekt eben diese Situation, dass man eben schwer überfordert ist. Sie haben in den vergangenen Wochen immer wieder betont, das größte Problem der Altacher ist, dass es keinen gibt, der vorne Tore schießen kann. Jetzt schießt man zwei Tore zu Hause gegen Rapid, kassiert dann auf einmal 7. Wie muss man auf dieses Debakel reagieren? Ja, wir haben immer gesagt, also wenn unsere zwei Innenverteidiger im Karenje und Graben langzeitverletzt bleiben, dann müssen wir einfach noch einmal reagieren, müssen einen Innenverteidiger holen. Das haben wir immer gesagt. Ich habe eigentlich gerechnet damit, dass Kramer und Carreño am Meisterschaftsbeginn schon wieder teilnehmen können. Ist dem nicht so. Sie sind noch immer verletzt und werden uns wahrscheinlich in den ganzen Herbst nicht zur Verfügung stehen. Das ist für uns ein Riesenproblem. Und ich glaube, wenn bei Rapid ein paar Docker und ein Dokic ausfallen, ich glaube, dann hätten sie die gleichen Probleme. Also das ist für uns, diese Situation ist nicht einfach, aber sie gilt es eben zu lösen. Dann gibt es bei Rapid immer noch einen Martin Hieden, aber wie schnell müssen Sie denn jetzt auf dem Transfermarkt reagieren? Ja, das ist eben das große Problem. Qualität, wie man weiß, die kostet Geld, die ist jetzt auch unter Vertrag und wir haben wahrscheinlich eine Lösung für die Innenverteidigung, aber eben das ist alles nicht so einfach. Es ist natürlich auch eine finanzielle Frage und eben die guten Leute, die einem wirklich helfen können, die stehen eben woanders unter Vertrag. Und ja, die Suche auch nach vorne hat deshalb nicht aufgehört. Wir brauchen eigentlich in der Innenverteidigung einen Spieler und nach vorne. Das wissen wir. Wir sind seit Wochen und Monaten dran, aber nur es hilft uns wirklich nur ein Spieler, der auch wirklich die Qualität dafür hat. Aber das klingt so, als wären Sie zumindest mit einem Innenverteidiger knapp vor dem Abschluss. Ja, das ist so. Wer wird das sein?
Ja, das können wir nächste Woche dann sagen. Es ist auch, es wäre eigentlich gedacht, dass es eine Alternative ist, aber eben wir müssen wahrscheinlich gleich reagieren. Und ein Stürmer sollte auch kommen, schnellstmöglich? Ja, natürlich, aber momentan ist es eben so bei uns, dass die Defensivleute eben ausfallen und verletzt sind. Das ist bei uns das große Problem und wir kriegen eben dadurch auch die Defensive nicht wirklich in Griff, weil eben wie gesagt, wir haben immer wieder Ausfälle, immer wieder Umstellungen und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ich glaube, wir haben nur die Qualität in der Liga zu bleiben, wenn alle Mann an Bord sind, wenn alle mit sind, wenn alle Gas geben, aber wenn wir eben wie gesagt, eben 5 Ausfälle in der Defensive haben, dann hat Altach eben nicht die Möglichkeiten, dass sie noch von irgendwo anders noch Spieler reinholt ins Boot und die haben dann auch Bundesliga-Qualität. Das haben wir nicht und das ist eigentlich unser größtes Problem momentan. Heinz Huchsbichler, danke für dieses Interview, wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Abend und liebe Grüße ins Ländle. Dankeschön. Ja, Herr Rebert Weber, ich habe Sie vorhin gefragt, wie froh die Kapfenberger sein müssen, dass es die Altacher gibt. Wie froh müssen die Altacher sein, dass es die Kapfenberger gibt? Ja, sie haben natürlich ein großes Problem in der Defensive. Man weiß ganz genau, eine Mannschaft, die da hinten drinnen steht, die muss gerade in der Defensive kompakt sein. Und das ist bei den Altachern momentan überhaupt nicht gegeben. 3 Bundesliga, gestern ja bereits das Oberösterreich-Derby Lass gegen Ried 2:1. Morgen dann Austria gegen Salzburg und bis morgen ist auf alle Fälle Sturm Tabellenführer, punktegleich mit Rapid Salzburg. Kann Sturm morgen noch abfangen, die Austria mit der Chance morgen aufzuschließen, wird mit Sicherheit eine hochinteressante Partie.